Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 aus dem schönen Alheim-Laurensbach auf der Linie 21 von der Friesenstraße zur Eichenhöhe und mit dabei ist der Tobi. Hallo. Der nimmt aber glaube ich nicht auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher. Richtig. Spiele. Läuft der Hause. Eingeschränkt OMSI. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich habe den Editor auf. Kann ich jetzt wieder lustiges Routenraten spielen? Ja, falsch geraten. Ja, ja. Die Musik noch ein bisschen leiser machen. Ne? Ja, so ist besser. So, das geht. So. Dann machen wir den Motor an. Stellen den Rest mal ein und stellen insbesondere mal 20 Minuten vor. Ja. Gut, das haben wir schon mal. Schon mal gesagt, dass ich gerne Kreuzungen baue? Nee, eigentlich nicht. Mach ich auch nicht gerne. Das ist deshalb noch nicht gesagt. Vor allem, wenn du dann sowas machst, Länge minus 50, kein Wunder, dass das irgendwie das Objekt dann verschwindet, also der Spline dann verschwindet. Das ist durchaus nachvollziehbar, würde ich sagen. Ich wollte halt den Radius auf minus 50 setzen, ne? Ja. Das lasse ich eventuell noch durchgehen. Aber OMSI ist da ja so ein bisschen lustig drauf. Aber immerhin, oh ja. Ne, immerhin verschwindet bei minus 50 das Blind und macht nicht irgendeinen Unfug. Ja, und das Gute ist, solange du den aktiviert hast, kannst du ihm wieder eine positive Länge geben und er ist wieder da. Ja, das ist schon mal gut. Würde sagen, vorteilhaft. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du dann ihn dann deaktivierst, ob er dann trotzdem in der Datei drin steht oder nicht. Ist wahrscheinlich mal ein Test wert, aber nicht unbedingt bei etwas, was man dringend braucht. Ja, ist nicht so wichtig, das. Ja, das ist klar, dass das nicht so wichtig ist. Auf B erzeuge ich gar kein Objekt. Was macht man mit N? Ja, N wie Objekt. So voll logisch. Nee, N wie New. Ach nee. Mann, Mann, Mann. Ja, ist nicht schlimm. Verwechseln viele. Hör mal. Komm da gleich rum. Echt? Was ja. Willst du hier? Weiß ich nicht. Nicht aufgeräumt. Ist egal. Bring okay. Pizza mit, kein Problem. So, wir können dezenterweise abfahren, dann tun wir das so auch. Ja, okay, wenn du Pizza mitbringst, dann worauf wartest du noch? Ja, ich muss ja noch so ein Video aufnehmen. Ah, ja. Jetzt kommt wieder mit der Ausreden um die Ecke. Ja. Nächster. So wichtig kann das Video gar nicht sein. Prinzipiell. Hallo, es geht um Pizza. Ja, ist auch wieder. So. Achso, da muss ja auch noch ein Spline dran. Ha, vergessen. Das ist doof. Oh, warte, ich mach mal ganz kurz weg, ne? Jojo, mach ganz so. Wir unterhalten uns hier bestimmt auch so prächtig. Indem ich jetzt einfach nichts sage und warte, bis die scheiß Ampel grün wird. Was so ziemlich jetzt der Fall ist. Ja, ist schon spät, obwohl es noch früh ist. Es war Sommerzeitumstellung. Eine ganz tolle Erfindung, die ganz dringend notwendig ist und so. Nicht. Aber willst du machen, ne? Noch gibt's ja. Soll ja demnächst abgeschafft werden und dann auf der von Sommerzeit stehen werden. Was auch wieder eine völlig bescheuerte Geschichte ist.
Weil die Sommerzeit ja eigentlich die Nicht-Normalzeit ist. Und die Normalzeit wäre folgerichtig die Winterzeit. Da der Winter aber so nach negativ klingt, ist es das, ist schwer zu vermitteln, dass das die zu präferierende Zeit ist. Weil ich habe jetzt erstmal wieder eine Woche Probleme mit der Zeitfindung, weil ich nicht genau weiß, beziehungsweise natürlich weiß ich genau, wie viel Uhr wir haben, ne, aber die Uhr ist nicht danach gestellt. Das heißt, ich bin länger auf und früher wach in Relation. Und das macht keinen Spaß. Siedlung Herbeholz. Ja, dann kommt mal rein in die wilde Stube. Kann der letzte mal kurz Thumbnail machen. Wenn man eine Idee. Haben wir. Ah, Alheim-Laurensbach fährt man eigentlich auch zu selten. Es ist übrigens nicht die Update, die muss ich nur demnächst installieren. Sitz Niederrheinbahn. Was jetzt kein großer Aufwand ist, aber ich habe im Moment keine Lust, um sie zu installieren, unabhängig davon, welche es ist. Deshalb lebe ich im Moment mit dem vorhandenen Material, was diese Karte ja nicht schlecht macht. So, ganz im Gegenteil. Wir müssen nochmal wieder die Alheim 3 fahren, also V3. Die ist zwar ein bisschen eher, wo geht performance-technisch schon eingestellt hat, arg im Keller. Aber ich finde die Linien immer noch cool. Und dann kommt demnächst natürlich auch wieder Ruhrau. Ne, ist ja auch klar. Man hat ja eine gute Auswahl an guten Karten. Also auch wirklich an unironisch guten Karten. So, ich hoffe übrigens, ich habe mittlerweile die Lautstärke von Musik und Omsi einigermaßen ausgependelt. Ich bin da sehr zufrieden mit. Aber ihr könnt ja nochmal Rückmeldung geben. In El Comentario. Ne, ob euch da so passt. Oder ich kann Omsi auch gerne noch ein bisschen lauter machen. Und das ist nicht das Problem. Schreibt da einfach was runter. Straße, Stadtgartenbahn. Dann kriegen wir das schon. Was ich hier an Alheim und auch an Alheim-Laurensbach auch wieder so mag, ist, dass diese Linien irgendwie so für sich genommen immer einen ganz eigenen Fluss entwickeln, dass man immer das Gefühl hat, man ist gar nicht so lange unterwegs und ist dann doch schon eine halbe Stunde, ne, auf dem Weg. Mag ich persönlich sehr gerne, ne? Holstenkamp, Schloss? Die Ansagen sind hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss ich mir vielleicht, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mal eigene machen. Mal eigene Ansagen sprechen ist auch ermüdend as fuck. Wobei man sich dann natürlich so gewisse Samples am besten anlegt, irgendwie mit Audacity. Und dann halt immer wieder benutzt, sodass zum Beispiel die nächste Haltestelle immer gleich klingt.
Und auch ganz wichtig ist, es muss nächste Haltestelle heißen und nicht nächste. Ne, da ist ja kein X in unserem Quark. Es ist alles hervorragend. Ich habe das mal ein paar Mal gemacht für eine OMSI-1-Karte für Berlin. Also nicht für Spandau Berlin, sondern für die Erweiterung, die es da irgendwo mal gab. Die habe ich auch nochmal wieder installiert für OMSI-1. Da würde ich auch mal ein paar Videos zu machen. Ne? Man kommt zu nichts, ich sage euch. So. Moin. Moin. Ich habe gerade gesagt, dass man zu nichts kommt. Stimmst du mir dazu? Ja, in der Tat. Ja, ich bin halt irgendwie drauf gekommen, dass ich mal für Alheim-Laurensbach vielleicht mal, wenn ich ganz viel Lust und Zeit habe, mal die Ansagen neu spreche. Weil das sind ja die Computeransagen, nicht der unbedingt guten Bauart. Für Alheim-Laurensbach? Hm. Wenn der Alheim-Laurensbach updatet, gibt es doch Ansagen von weiß unter anderem Luisa. Ich habe ja keine Update, ich habe die Update noch nicht installiert. Das wusste ich bis gerade nicht. Dann erübrigt sich natürlich diese Überlegung. Ich glaube, Luisa hat da mal Ansagen für gesprochen. Ich will keine Roadmap createn. Ich bin so doof. Das ist doch dieses Triggerliste Laden des Editors, ne? Ja, aber da ich noch nicht so viel gebaut habe, ist das okay gewesen. Gut. Aber stell dir mal vor, du nimmst Ruhrgebiet. Habe ich mal gemacht, ist lustig. Dauert ein paar Minütchen. So 25 bei mir. Hallo, ich will hier diesen Spline verfolgen. Aber das ist geil, ne? Tobi drückt bei sich auf Roadmap Create und bei mir hängt OMSI. Es gab ich hab da versehen draufgeklickt. Ich dachte, ich wäre in dem Reiter Splines und wollte auf Complete 2 drücken. Ich war bei dem Reiter Teil und da ist er an ziemlich genau der gleichen Stelle halt Create Roadmap. Hm. Ah, ja, das passiert, ne? Ihr hackelt's aber gerade ganz ordentlich. Das ist ja grandios. Ja, das ist halt die Kritik von James an der Karte, dass die sehr imperformant ist. Die Kritik in der Hinsicht teile ich ja auch, aber ich finde sie halt gestalterisch gut gemacht. Das ist richtig. Das greift aber wahrscheinlich auch nahtlos ineinander. Ich habe schon mal erzählt, dass es lästig ist, Splines vervollständigen zu lassen. Ja, die auf verschiedenen Kacheln liegen. Ich glaube, in diversen Fällen. Hast du das ja, wenn die auf verschiedenen Kacheln liegen, ist das halt nochmal eine Nummer härter. So, dann müssen wir da noch einen fiktiven Spline vervollständigen. Für das Objekt gleich. Sehr gut. Das klingt immer wieder nach Spaß. Ja, das Problem hierbei, meine Kreuzung soll natürlich einen Fußgängerüberweg mit beinhalten. Mhm. Jetzt ist das so, in dem Kreuzungseditor ist es recht schwierig, dann die gleichen Positionen zu finden, wenn du nicht einen zusammenhängenden Spline hast. Mhm. Also musst du dann diesen Fußgängersplein übergangsweise fiktiv mit den Autosplines irgendwie verbinden. Ja. Das klingt schon nicht schön. Das ist es auch nicht. So, Steuerung C, Steuerung V umbenennen. So. Da. Dann können wir das jetzt im das kriegen wir hin. Load. Geht das jetzt? Ja, das geht jetzt. 29 hält hier übrigens nicht. Ich habe mich übrigens inzwischen dagegen entschieden, die Splines erst zu exportieren und das dann als Grundlage zu nutzen und mach das jetzt so, wie Carsten das macht. Ja, okay. Ich nehme einfach so einen einfachen kleinen Block als Grundlage, der dann nur im Editor sichtbar ist. Mhm. Und auch keine Kollision hat. Ja, das macht wir bauen ja hier nicht Lemmental. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, dass hier Lemmental die... Ja, mitbekommen ist das falsche Kreuzungsobjekte Wort. Kollision haben. Ja, du hast das mehrfach erwähnt. Ja, James hatte das auch erwähnt.
bin ja in letzter Zeit in sämtlichen OMSI-Aufnahmen dann dabei. Gestern Abend habe ich ja mit James gequatscht. Der hat mal eben 3 Folgen aufgenommen. Und professionell die ein oder andere Map übersprungen. Weil er keinen Bock drauf hatte. Ja, dann ist es meistens aber auch besser, wenn man die nicht fährt, wenn man keinen Bock drauf hat. Ja. Deswegen fahre ich ja auch die Maps meist nach Gefühl und nicht nach Liste. Das ist richtig. Das wäre lustig gewesen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht installiert mehr. Ja, doch, ich habe die nie deinstalliert, ne? Das war halt der springende Punkt. Ja, bei mir ist es ja halt dadurch, dass ich erst letztes Jahr den PC bekommen habe, so dass ich danach einfach viele Maps nicht wieder deinstalliert habe. So. Create new path. So, jetzt kommt das hüpfende Komma. 2,6. Der muss ja jetzt andersrum. Das finde ich ein bisschen doof im Objekteditor. Kannst dann hier die Richtung des Pfades, den du gerade legst, einstellen, auf welche Richtung gefahren wird. Aber nur weil du die Richtung dann dort in dem Dropdown-Menü umgedreht hast, heißt es nicht, dass die auch zeichnerisch dann umgedreht wird hier. Sie bleibt dann trotzdem in der gleichen... Achso, so kann man es natürlich auch machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Das klingt auch wieder nicht sinnvoll. Aus mehreren Gründen. Es ist halt ein bisschen unübersichtlicher dann. Was? Da war die Katze. Was macht die für ein Theater? Nichts, was man hört. Alter, die wird ziemlich laut gerade. Gut, dass man es nicht in der Aufnahme hört. Ich habe ja bei TS jetzt doch nochmal umgestellt. Da war ich jetzt, ne? Ja, da war ich jetzt. Dass ich noch ein bisschen lauter zu hören bin. Also, was heißt ein bisschen lauter, aber ich habe diese Grenze vom TS umgestellt nochmal. Ich hatte ja teilweise extreme Probleme, dass bei mir die ersten Silben verschluckt wurden. Ja, das ist richtig. Das hat James ja mehrfach angemerkt. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gesagt hattest, aber du hast es wahrscheinlich zumindest bemerkt. Ja, da gehe ich von aus. Aber wir sind ja gerade gar nicht im TS. Das ist ebenfalls richtig. Check mir gerade mal so auf. Aber bei Discord hat das Problem auch noch nie existiert, von daher. Ja, ich weiß. Ich bin heute nicht so ganz ausgeschlafen. Ja, ist nicht schlimm. Kannst du morgen nachholen. Ja, zum Glück muss ich morgen noch nicht zur Uni, ne? Dito. Wobei, ich wurde heute erst spät geweckt dafür, dass Sonntag ist. Ich habe gestern Abend meinem Papa auch gesagt, so nach dem Motto, wir haben schon eine Stunde weniger, da weck mich nicht wieder um 10 wie Samstag. Das ist auch sehr unangenehm. Hat er dann auch netterweise gemacht? Ja, wir haben es heute bis 12 Uhr im Bett ausgemacht. Ja, das schaffe ich auch. Ich hoffe auch noch länger im Bett liegen zu bleiben, wenn ich. Ja, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, nur dann wollte man auch irgendwann mal aufstehen. Ja, das denke ich mir dann auch immer. Aber diese Motivation habe ich manchmal auch erst um 1. Jo. Dafür sind Sonntage aber auch da. Sind ja keine Arbeitstage. Ist genauso, falls irgendjemand mal auf die Idee kommt, mir sonntags eine geschäftliche Mail zu schreiben, sind auch mal die ganz, ganz, ganz verrückten Menschen. Die kriegen auch konsequent sonntags keine Antwort. Ja, muss man ja auch nicht machen. Mhm. Reicht ja auch, wenn du dann am nächsten Tag antwortest. Frühestens. Sag mal, Motto, extra Strafe, dass du Sonntag geschrieben hast, oder was? Ja. So, warte, das können wir auch auf minus 0,03 machen. Na gut, ich habe jetzt wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ne, habe ich dieses Semester nur 3 Anwesenheitstage an der Uni. Aber das macht ja dann trotzdem nicht 3 Arbeitstage. Ja, weil die restliche Zeit muss ja genutzt werden. Ich habe ja nur noch einen Arbeitsvertrag. Und ich muss ja auch noch so ein paar Module, da muss ich ja tatsächlich was für tun. Man glaubt das kaum.
gerade dieses die, Semester. Dir fliegt das Wissen nicht so zu? Nee, es ist ganz verrückt. Aber es gibt tatsächlich Dinge, da muss ich für lernen. Mathe. Ja, hauptsächlich, nee. Logischerweise. Du studierst Mathe, oder warum? Ja, viel. Aber eine messerscharfe Beobachtung. Okay. Da jetzt... Wo kommt dieser Spline wieder her? Puh. Der Jäger des verlorenen Splines. Indianer Tobi. Das könnte ein Problem sein. Dass der Gartenspline einfach so doch noch aufgetaucht ist, könnte echt ein Problem jetzt werden. Kann ich das Objekt nochmal von vorne bauen? Guten Tag. Nein, ich möchte das jetzt nicht speichern. Ich brauche die Splines nämlich noch als Hilfe. Ranzig. Ich dachte mir, ich habe mir eine schlaue Taktik überlegt. Nämlich im Editor die Splines nacheinander anklicken. Und dann immer den Spline zu löschen, den ich gerade im Kreuzungseditor gebaut habe. Bergstraße. Damit ich nicht durcheinander komme. Das klingt eigentlich auch schlau. In der Theorie ist es das wahrscheinlich auch, aber dann kommt Umsi wieder. Dann hat sie ein Spline hinter einem anderen versteckt und dann, wenn dann irgendwo ein Spline fehlt und alle weiteren Splines darauf aufbauen, dann ist das ganze Kreuzungsobjekt hinterher verdreht. Ja, ist natürlich so. Passt komischerweise nicht mehr dahin, wo es eigentlich hinpassen sollte. Ja, erstaunlich. Deswegen in der Zeit nie speichern, sondern immer nur den Omsi-Editor dann schnell schließen und neu öffnen, dass der die gelöschten Splines doch wieder da sind. Habe ich auch letztens beim Känguru so einen Ausschnitt gehört, dann so von wegen zu Computer stürzt ab, ne? Mhm. Nein. Grund dafür ist ein schwerer Regelfehler, der in bemerkenswertiger Beschönigung des eigenen System, der eigenen Schwächen Ausnahmefehler genannt wird. Aber sowas. Halt Windows, ne? Ja, es ist einfach grandios. Und so das Känguru. Windows nicht so. Ja. Ja. Das ist richtig. So, da kommt jetzt der Spline dran und dann können wir jetzt den erst bauen. 2, 3. 2, 3, 4 marschieren. Was ist denn bei dir falsch heute? Oh. Das ist einiges. Ich hatte heute echt so einen Gammeltag. Ich habe nichts gemacht für die Uni. Nee, ich auch nicht. Ich habe heute meine Ferien genossen, die 2 Tage, die ich hatte. 3. 4 mit dem morgigen, aber der zählt ja schon wieder zum Semester. Ja, aber da musst du ja nichts machen an dem Tag, oder? Nee, ich nutze das morgen dafür die Lösung, für die erstmal ein FT-Blätter aufzuschauen. Ah, okay. Und dann noch so einen komischen Formelbeweis auszunutzen oder auch anzudeuten, den ich dann in der Übung aber auf gar keinen Fall vorrechnen will, weil das wären 8 Induktionen in einem Beweis. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, machen wir lieber nicht. Omsi, warum hast du da schon wieder irgendein Offset eingeführt, der da nicht hingehört? Weil Omsi vielleicht dachte, das wäre schlau. Wahrscheinlich war es das Gegenteil. Ja. Ja, ist dann tatsächlich, es schreibt Omsi, der Spline hat eine Gradient von 1,4 mal 10 hoch minus 5 Prozent und einen Höhenunterschied von 1,4 mal 10 hoch minus 8. Das ist das, was wir in der numerischen Mathematik als nicht signifikant erachten. In schöner Regelmäßigkeit. Ja, wenn ich das im Kreuzungseditor abtippe, dann schreibt der mir da sowieso 0 hin. Das ist richtig, zu Recht auch. Hallo. Weil das sind Dinge, die kann man dann schon mal auf 0 runden.
guten Gewissen. Ja. Außer man ist irgendwie ein Flugzeugingenieur oder so. Na, das mache ich hier nicht. Ich baue hier nur eine Karte. Löblich. Sidewalk, so. Rudolfstraße, Cyborg. Rathaus. Er ist 30, ne? Ja, interpretieren wir das mal ein bisschen frei. So. Dann können wir dieses hier wieder deleten. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann haben wir dort den Spline. Achso, Direction beim Fußgänger ist natürlich both. Ja, das wäre es auch noch. Einbahnstraßen für Fußgänger. Könnte man hier mit OMSI auch bauen. Hat viel Schönes in der Idee. Hochstraße, Pressehaus. Ja. Achso, da hat OMSI sogar den Radius verändert. Okay. Create. Length. Das. Radius. Das. Ja, passt. Flip. 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 Das wäre ein passendes Geräusch fürs Öffnen der Türen. Stimmt. Ja, ich will mal die Breite der. Wenn ich so zumache, soll ich dann Pulf. Das verändern. Oh. Da sind auch wieder so komische Prozentzahlen. Ich habe die Spans da auf die gleiche Höhe gesetzt, OMSI. Warum machst du so einen Scheiß daraus? We will never know. Als ob ich freiwillig Kreuzungen baue, die verschiedene Höhen haben. Das wird ja noch spannender dann. Zumal du im Kreuzungseditor sämtliche Höhenunterschiede im Spline selbst nur darstellen kannst. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist falsch, was ich da gemacht habe. Das ist, wir können diesen Path nicht mehr. Ah, ein Fehler kann ich mir mal erlauben. Merke ich gerade. Mich vergessen, einen neuen Spline zu verändern und habe dann irgendwelche kopierten Werte aus Windows aus dem Cache überschrieben. Die ich noch brauchte. Das ist dann nicht gut. Das ist richtig. Über diesen einen Fehler kann ich mir jetzt noch erlauben, denn da kann ich im Notfall Complete2 nutzen. Du musst aber aufpassen, dass du nicht wieder eine Roadmap machst. Ne, ich bin im Kreuzungseditor. Na gut. Dann ist eine Roadmap da kann ich schlecht übersichtlich. Da kann ich keine erstellen mit. Length. So. Radius. So. So, und dann create einmal und create einmal und den müssen wir umdrehen. So.
Glaube ich auch gleich da. Ja. Das wollte ich gesucht haben. So, und sie hat ja bei den Splines im Editor die Funktion, du kannst den einmal ein. Ja, ein Prozentsatz, also so ein. Ja, Gradient mitgeben, bei dem er startet. Oder endet, also. So leicht nach oben oder leicht nach unten gerichtet startet bzw. endet. Mhm. Wenn du dem dann da irgendwie 2% ans Ende setzt, dann fängt der nächste halt bei 2% an und wenn der dann auch bei 2% endet, dann geht der halt auch so eine leichte Steigung, also eine Steigung von 2% drin. Jo. Ne? Das kann ich nachvollziehen. Ja, zusätzlich kannst du Omsi aber auch noch mitgeben, dass der einen Höhenunterschied macht, dass der Anfang und das Ende beides glatt sind, aber dazwischen halt so ein Höhenunterschied ist von 2 Metern oder so. Mhm. Ja, die Autovervollständigung Complete 2 nutzt gerne eine Kombination aus beidem. Jo. Wenn es Höhenunterschiede gibt. Das Problem ist, dass der Kreuzungsauditor diese Höhenunterschiede nicht machen kann, sondern der kann nur die Gradienten am Start und am Ende festlegen. Das klingt nach einer Mischung, so das Schlechteste von beiden. Ja, das heißt vor allem, ich muss dann jedes Mal, wenn ich dann einen Höhenunterschied drin habe, noch, muss ich das jedes Mal umrechnen. Eichenhöhe. Fahrt endet dort. Deswegen versuche ich das auf Kreuzungen, die ich hier selber damit nachbaue, einfach komplett zu vermeiden. Ja, zu Recht. Das ist jetzt ja alles reverse. Ne, das ist doof. Boote. Ne, Boote ist auch falsch. Straßen. Nicht Tulli. Der korrekte Terminus Technicus ist Bobo. Naja. So, dann haben wir jetzt den hier abgebildet. Das heißt, da den da löschen. Dann machen wir hier einen neuen. Und noch einen neuen. Ja, das sieht schon besser aus. Sehr gut. Nämlich an der Stelle, wo ich gerade schon mal war und einen kleinen Fehler eingebaut habe. Sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir sind angekommen. Sehr gut. Und damit bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht euch eine wunderbare Zeit und ja, Donnerstag. Macht's gut, tschüssi. Ciao.